Der Druck ist ziemlich niedrig. Häng den Ringer ran. Läuft. Was ist das mit ihm? Die Hitze. Ihr Vater hat sich beim Joggen überanstrengt und viel Flüssigkeit verloren. Er ist nicht mein Vater. Wir können. Wir bringen ihn mit dem RTW ins UKE. Der Herr Papa? Nein, Ihr Freund. Bringen Sie ihn hin. UKE, Uniklinik Eppendorf. Zentrale Notaufnahme. Nehmen Sie mich doch mit. Fliegen Sie da auch hin? Ja. Können Sie mich mitnehmen? Ich habe kein Geld fürs Taxi. Tut mir leid, aber das ist gegen die Vorschriften. Kommen Sie bitte, der Hubschrauber startet gleich. Können Sie mich da hinbringen oder haben Sie auch Vorschriften? Vorschriften? Ja, ja, die habe ich auch, aber die kann ich auch weit auslegen. Weit auslegen? Diese Schlawiner, geht das jetzt nach Oberweite oder was? Hey, jetzt komm erst mal runter und heb ab, ja? Vielen Dank nochmal. Gern geschehen. Hallo. Hallo. Wir bringen einen 60-jährigen Patienten mit Hitzeerschöpfung nach Jogging. Druck ist nur bei 80, Tachykardium 150. Können wir dann rüberheben? Zugleich. Guten Tag, ich bin Dr. Weiß. Wir werden Sie jetzt ein wenig aufpäppeln. Wo bin ich hier? Wo ist Sascha? Ich habe Kopfschmerzen. Sie haben sich beim Joggen überanstrengt und Ihre Freundin ist wahrscheinlich auf dem Weg hierher. Machen Sie sich keine Sorgen, Sie werden schnell wieder fit sein. Hier ist noch das Protokoll. Danke. 1000 Ringer sind drin, sonst nichts. Bis zum nächsten Mal. War mir wie immer eine Freude. Bitte, wie geht's Ihnen? Kann ich zu ihm? Im Moment nicht, er wird gerade untersucht. Aber machen Sie sich keine Sorgen, Ihr Freund ist bald wieder auf den Beinen. Was soll ich dann für ihn tun? Wie kann ich ihm helfen? Kann ich Sie anrufen? Bitte. Mich anrufen? Ja gut, also ich kann Ihnen meine Handynummer geben. Das war nur eine Hitzeerschöpfung. Er sollte bei diesen Temperaturen nicht joggen. Bitte schön. Vielen Dank, Herr Doktor. Ich verstehe nicht so viel von Medizin. Ich brauche doch Ihre Hilfe. Mhm. Warten Sie einfach hier. Die Kollegen sagen Ihnen Bescheid. Ich denke, wir müssen jetzt weiter, Herr Doktor. Ja. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Was war das denn, Herr Kollege? Ich wollte doch nur... Ja, was? Die bringen Sie mit Blaulicht. Ich fasse es nicht. Wir sollten unser Serviceangebot erweitern. Das würde sich lohnen. Was meinst du, Johnny? Bisschen Kontakt gehabt? Hm? Was? Was ist denn los? Ja, nichts. Der Herr Doktor hier hat dir seine Handynummer gegeben. Für alle Fälle. Falls es Komplikationen gibt. Du hast dich als Notarzt ausgegeben? Ich wollte doch nur da... Mann, sie war durch den Wind und hat mich halt einfach verwechselt. Hey, Dr. John. Ich versuche auch ganz leise zu fliegen, ja? Damit du dein Handy hören kannst. Dr. John hat Vibrationsalarm. Besonders, wenn Jaja anruft. Du, aber mit Tatjana ist alles in Ordnung, oder? Mann, hab ich einen Durst. Das war ein Missverständnis.
Sehen wir es mal so. Ich gönne dir Jaja und du gönnst deiner Kollegin mal einen kleinen Scherz. Hallo Jürgen. Hier kommt der Nachtisch. Hallo Barbara. Oh. Ach klasse, die berühmte Quarkspeise. Rezept von deiner Mutter. Siehst du? Hey, grüß dich. Sonja kommt gleich, sie hat sich nur kurz hingelegt. Ja klar, das Kleine müsste ja auch bald kommen, oder? Ja, kann jeden Moment losgehen, ich kann dir sagen. Ich habe schon ewig nicht mehr richtig geschlafen. Mein Magen spielt auch verrückt. Jürgen, kommst du mal? Nehmt euch was zu trinken. Das stelle ich besser kalt. Kälte nutzt da auch nichts mehr. Du glaubst es nicht. Barbara und Heiner sind da. Und rate mal, was sie mitgebracht haben. Diese ungenießbare Quarkpampe. Jürgen. Genau das Zeug, von dem uns das letzte Mal so schlecht geworden ist. Jürgen, ich... Also, ich mit meinem nervösen Magen esse bestimmt nichts davon. Heiner hat mir schon Mitleid signalisiert. Jürgen! Es geht los. Die Wehen kommen schon regelmäßig. Jürgen? Entschuldigung, alles in Ordnung mit euch? Das Baby kommt. Hey, alles in Ordnung. Hey, Jürgen, alles klar? Ja, Mann, ey, das ist gerade so... schlecht geworden. Komm, dann atme mal ganz tief durch. Komm. Jürgen, was ist passiert? Kreislauf. Oh Gott. Obwohl er noch nichts von deiner Quarkspeise. Sag mal, ich bin hier schwanger. Ich muss in die Klinik. Ich setz mich raus in die Sonne. Ja. Sabine, was ist mit dir? Gute Idee. Neues Aftershave. So was merkst du? Dafür trägst du es doch auf, oder? Kompliment. Dafür nehme ich dir jetzt auch einen Stuhl mit nach draußen. Vielen Dank, Männer, aber ich trage meinen Stuhl schon selbst. Ich meine, ich trage meine Notfallausrüstung auch selber. Ja, aber da bist du auch im Einsatz. Ist da ein Unterschied? Der gewisse kleine Unterschied. Meine Nase, ist das nicht in Ordnung? Nein, ist alles gut. Ich kann mich nur irgendwie nicht so richtig freuen. Was? Weißt du, nach all diesen vergeblichen Versuchen mit der künstlichen Befruchtung, da habe ich mich irgendwie damit arrangiert, ohne Kind zu leben. Nur mit dir. Deshalb hat das ja geklappt. Wir waren endlich locker. Ja, alles war perfekt. Auch ohne Kind. Mein Liebes, das wird auch so bleiben. Tut mir leid. Ich glaube, ich habe einfach nur ein bisschen Angst. Ist doch klar. Ich bin schon seit Wochen so aufgeregt, als wäre ich schwanger. Worauf wartet ihr noch? Ich dachte, ihr habt was vor. Bist du denn fit, Jürgen? Das könnte ich auch fragen. Nein, nein, alles gut. Ja? Ich bin wieder voll da. Fahrt vorsichtig, okay? Klar. Alles Gute. Pass gut auf. Lass doch Männer Kavaliere sein. Es gibt nichts Schöneres, als einer Frau die Tür aufzuhalten, ihr den Vortritt zu lassen oder wie unser Freund Dr. John hier, sie an seine breite Brust zu nehmen. Ich bin mir nicht sicher, ob es dabei um Johnnys Brust ging. Nee. Deswegen hat Dr. John ja auch Jaja seine Handynummer gegeben. Könnt ihr mal endlich mit diesem Dr. John-Scheiß aufhören? Hey, jetzt lass ihn nur mal in Ruhe, ja? Hallo? Ach so, ja, ich erinnere mich. Hallo, Frau. Hallo, Jaja. Ich meine, dass es so wehtun muss. Aber das ist wohl der Preis für das Glück. Was ist? Wir haben in letzter Zeit immer bloß noch über das Baby geredet. Und nicht mehr über uns. Bist du wirklich glücklich? Ich sehe das so. Uns erwartet ein großes Abenteuer. Dagegen kannst du Rafting in Colorado vergessen. Das Baby wird unser ganzes Leben umkrempeln. Ja, eben.
Oh. Aber eine Sache, die wird sich mir ändern. Ich liebe dich. Wer da kommt? Hey! Hey! Hi! Hallo! Ich dachte, du wärst im Freibad. Nee, ich muss nur noch das Referat machen. Du wolltest mir helfen. Bei der Hitze? Das ist gegen die Menschenrechte. Oh. Das Referat, ja. Was war das noch für ein Thema? Egoismus. Egoismus, ja. Da gehen wir besser rein. Hier draußen machen die Kerle doch nur ihre Witze. Tut mir leid, der Egoismus muss warten. Geht nach Rheinstedt, Verkehrsunfall. Es geht nach Rheinstedt. Dann gehen wir auf 60 Grad, Jens. Immer dasselbe. Kaum will ich was von ihr, haut sie ab. Vielleicht kann ich dir ja helfen. Meinetwegen. Also laut Karte müsste es hier irgendwo sein. Oh, da vorne sind Kühe. Ich lasse euch auf der Wiese daneben raus. Verstärkung angefordert. Wir kommen mit den Kühen nicht klar. Meter 21, haben Sie nicht genauere Angaben zu dem schwarzen BMW? Nein, wir wissen nur, dass es eine schwarze Limousine ist, also 5er oder 7er, mit den Buchstaben HHAJ. Die Ziffern sind nicht bekannt. Okay, dann geht die Fahndung so raus. Hallo, wir haben eine schwangere Frau mit starken Wehen. Ich glaube, es geht gleich los. Der Mann ist leicht eingetrübt, Atmung und Kreislauf stabil. Wir haben ihm vorsichtshalber einen Stiffneck wegen Verdacht auf HWS-Trauma angelegt. Er muss mit dem Kopf gegen die A-Säule gestoßen sein, als der Porsche durch den Graben geschleudert ist. Johnny, du kümmerst dich um den Mann und niemand soll die verdammten Kühe wegtreiben. Hallo, wie geht's Ihnen? Ist Willi gekommen? Was ist mit Jürgen? Der wird versorgt. Und Sie bringen wir gleich in den RTW. Ich will Sie nur kurz untersuchen. Okay. Bewegen Sie bitte Ihre Finger. Gut, und jetzt die Füße? Mhm. Ich taste Ihre Wirbelsäule ab und Sie sagen mir, wann es weh tut, ja? Gut. Prima. Und wenn ich hier drücke? Tut nicht. Okay. Dann könnt ihr sie vorsichtig auf die Trage legen. Leicht eingetrübt, Zugang liegt. Verdacht auf Promotion Schleudertrauma. Wir legen ihn mit der Schaufeltrage auf die Vakuummatratze. Mhm, okay. Gib ihm etwas MCP und fordere einen zweiten Notarzt an. Ich brauche dich bei der werdenden Mutter. Alles klar. Oh. Hallo. Ich heiße Sabine, wie heißt du? Sonja. Okay, Sonja. Ich werde dich jetzt untersuchen. Winkel mal die Beine. Wir müssen da weg. Das wird doch nichts.
Hast du schon mal Ferien auf dem Bauernhof gemacht? Nee, du? Tja. Könnt ihr mal bitte auf dem Heli aufpassen? Wir gehen jetzt zum Almabtrieb. Hä? Johnny, oh. Das Notgeburtbesteck bitte. Ja. Das Köpfchen schon spüren. Du musst jetzt richtig gut pressen. Das Atmen nicht vergessen, die Luft ist für dein Baby. Und pressen. Und pressen. Pressen. Sehr gut. Na, dann zeig mal, was du als Bauer so drauf hast. Hey, hey, sei bloß vorsichtig, nicht, dass uns die Viecher durchdrehen hier. Ne? Ganz ruhig, okay? Oh. Ja. Komm. So ist fein. Du hast es aber eilig gehabt. Hm? Ja. Du hast einen Jungen, Sonja. Mit kräftiger Stimme. Hm? Was ist mit Jürgen? Jürgen wird versorgt. Mehr kann ich im Moment nicht sagen. Wie soll dein Sohn denn heißen? Sonja. Jürgen ist in guten Händen, wirklich. Komm. Und du nimmst jetzt deinen Sohn. So. Schätzchen. Für Jürgen kannst du nichts tun, aber dein Sohn braucht dich. Komm, du musst ihn streicheln und wiegen. Für Jürgen wird wirklich alles getan. Hallo. Männlicher Patient in die Führung. Ich komme sofort nach. Wir fahren ins Acker Barmbek. Okay. Jürgen? Er kann dich nicht hören, aber es geht ihm gut. Florian Hamburg hört. Hier ist der RTW Rotkreuz 7115 mit der Besatzung des SR 71 mit einer Anmeldung für das Acker Barmbek. Wir haben eine weibliche Patientin nach Verkehrsunfall mit gesunder Spontangeburt. Nicht intubiert, nicht atmen. Das ist verstanden, SR 71. Das Acker Barmbek bekommt Kenntnis. Klar, jetzt wo alles vorbei ist, kommt der blöde Bauer. Blank. Es ist noch nicht vorbei. Wenn du mal schauen magst. Yippie-yay. Sonja Biese. Sie hatte zusammen mit ihrem Mann einen Verkehrsunfall und hat am Unfallort einen gesunden Jungen zur Welt gebracht. Er war am Termin, die Geburt verlief problemlos. Abgar zu jeder Zeit 10. Die Plazenta hat sich noch nicht gelöst. Die Mutter hat ein Gurttrauma, sonst keine erkennbaren Verletzungen. Den Vater habt ihr ja schon hier. Dann lasst uns mal rüberheben. 1, 2, 3. Guten Tag, Frau Biese. Ich bin Dr. Gutzke. Das ist Kinderarzt Dr. Berger. Na, dann erstmal herzlichen Glückwunsch. Dann schaue ich mir erstmal den Jungen an. Mhm. Tschüss, mein Kleiner. Tschüss. Tschüss. Auf Wiedersehen, Sonja. Du hast einen gesunden, prächtigen Jungen zur Welt gebracht. Und ich denke, deinem Mann geht's auch bald wieder gut. Wenn das Baby nicht wäre, wäre das alles nicht passiert. Den Unfall hat nicht dein Baby verursacht, sondern ein rücksichtsloser Autofahrer. Ich wünsche euch alles Gute.
wollte nur noch mal kurz nach meinem Patienten schauen. Ich hatte ihn an Dr. Klinger übergeben, damit ich mich um Mutter und Kind kümmern konnte. Wie geht's ihm? Ja, er wird deutlich wacher. Wir müssen Kopf und Wirbelsäule untersuchen. Herr Biese, können Sie mich hören? Was? Sie sind im Krankenhaus, Herr Biese. Sie hatten einen Unfall. Ich bin Ihr Arzt, Dr. Weiland. Können Sie mich hören? Was ist mit Sonja? Darf ich? Ja, natürlich. Sonja hat einen gesunden Jungen zur Welt gebracht, Herr Biese. Mutter und Kind sind beide hier im Krankenhaus. Es geht Ihnen gut. Also herzlichen Glückwunsch. Auch meinen herzlichen Glückwunsch, Herr Biese. Und jetzt bewegen Sie mal bitte Ihre Füße, ja? Füße. Gut, das machen Sie sehr schön. Und jetzt einmal die Hände. Gott sei Dank. Lassen Sie bitte sofort der Mutter Bescheid sagen. Ja, machen wir, Schwester. Also, alles Gute, Herr Biese. Und machen Sie sich bitte keine Sorgen. Sie werden bald alle wieder zusammen zu Hause sein. Danke. Auf Wiedersehen. Jung. 3 Kilo Aschermas, das wert? Ja. Macht 18 Euro. Vielen Dank. Wiedersehen. Wiedersehen, mein Jung. Vielen Dank. Gerne. Gibt ja doch noch junge Leute mit Manieren. Das muss eine große Familie sein, viele Münder zu stopfen. Das ist doch was anders. Was kann ich für Sie tun, junge Frau? Ich flack mich wieder in die Sonne. Bin gleich bei dir. Ihr seid ja die letzten echten Cowboys nördlich des Rio Pecco. Da kommt zum Schluss waren die Kühe weg, oder? Na? Geht die Arbeit voran? Wir sind schon ganz schön weit. Was, Bille? Sind Sie jetzt Ihr Nachhilfelehrer? Also, wenn ich was zum Thema Egoismus wissen wollte, wären Sie der Letzte, den ich fragen würde, Roman. Deswegen wollte ich auch zu dir. Du bist die Expertin. Du brauchst dich gar nicht über ihn lustig zu machen. Er hilft mir wenigstens. Was heißt das, ich bin die Expertin? Alle anderen in der Klasse haben Eltern, die ihnen helfen, wenn man nicht weiterkommt. Aber bei dir? Fehlanzeige. Nichts als Sprüche und Versprechungen. Bille, ich bin Notärztin. Ja, für deine Patientin bist du da, aber nie für mich. Was bist du eigentlich für eine Mutter? Bille, ich bin nicht deine Mutter. Und ich werde auch nie deine Mutter sein und ich werde sie auch nie ersetzen können. Ich werde in Zukunft auch nicht mehr Zeit haben als jetzt. Bille. Ich hab's kapiert. Ich bin aber umgestiffen. Lassi, das war hart. Was soll ich denn machen? Ich bin wieder da. Mama? Mama, was ist? Diese Hitze. Es geht mir nicht gut. Es drückt auf der Brust. Die Schulter. Der linke Arm. Alles tut weh. Was soll ich machen? Ruf den Arzt. Shit.
Billes Onkel geht nicht ran. Nicht mal der Anrufbeantworter läuft. Er wird sich schon melden, wenn sie bei ihm angekommen ist. Das war doch sowieso eine Schnapsidee. Wie bitte? Eine alleinstehende Notärztin übernimmt die Mutterrolle für einen verwaisten und verzickten Teenager. Schnapsidee. Das mit der Schnapsidee habe ich gehört, das brauchst du nicht zu wiederholen. Ich bin also eine kalte, herzlose Kuh. Willst du das damit sagen? Nein, überhaupt nicht. Ich bin nur froh, dass du endlich kapierst, dass du nicht gleichzeitig Notärztin und perfekte Mutter sein kannst. Du hast sie lange genug wahnsinnig gemacht. Das will ich damit sagen. Es geht nach Dulsberg. Verdacht auf Herzinfarkt. Seit einer halben Stunde hat sie Brustschmerzen bis in den linken Arm und Luftnot. Der Druck war anfangs 190 nach 2 Nitro auf 150 zurückgegangen. Danke. Guten Tag, Dr. Petersen. Ich bin die Notärztin. Guten Tag, Frau Doktor. Ich bin Gesine Becker. Wie fühlen Sie sich, Frau Becker? Ein bisschen besser. Ich gebe Ihnen gleich noch was gegen die Schmerzen. Haben Sie irgendwelche Allergien? Nee, die Luft wird nur knapp. Ich habe Ihnen die Medikamente meiner Mutter aufgeschrieben. Dankeschön. Und wer bist du? David. Super, David, dann lass mich da mal bitte hin. Johnny, ASS, Heparin, M und B-Lab, bitte. Kommt. Der Druck ist schon wieder 180, nochmal euer Nitro. Einmal Nitro. Frau Becker, bitte den Mund auf und die Zunge nach oben. Sehr gut. Danke. Und den Mund wieder zu. Ist das ein Infarkt? Das kann ich nicht ausschließen. Wir müssen Sie ins Krankenhaus bringen. Aber wie soll denn das gehen? Ich komme doch hier seit Jahren nicht mehr raus. Wir kriegen Sie die Treppe nicht runter. Viel zu eng. Ich gebe Ihnen jetzt erstmal was, dann fühlen Sie sich sicher besser. Wir müssen durchs Fenster. Kran, Höhenrettung und GATW sind schon angefordert. Nein. Das kommt nicht in Frage. David, deine Mutter muss ins Krankenhaus. Sie werden meine Mutter nicht zum Sensationsobjekt machen. Sie werden hier kein Spektakel für die Nachbarn und für die Leute vorm Haus veranstalten. David, die wissen doch sowieso Bescheid. Was sollen wir deiner Meinung nach tun? Sie müssen sie halt hier behandeln. Das kann ich nicht. Ich habe hier keine Möglichkeiten. David, deine Mutter schwebt in Lebensgefahr. Wir haben keine Wahl. Frau Becker, David, durchs Fenster. Schau dir das mal an. Großraumrettungswagen. Dann scheint es wohl eine größere Geschichte zu werden, was? Ja. Hallo, Kollege. Komm mal. Ich zeig dir, wo es ist. Da oben. Dritter Stock. Mittlere Reife. Hast du schon eine Ausbildungsstelle? Ich arbeite im Getränkemarkt. Das heißt, du lernst Einzelhandelskaufmann. Das ist ein Aushilfsjob. Ganztags kann ich nicht. Sie braucht mich. Ich kann sie nicht den ganzen Tag allein lassen.
Aber du musst doch was lernen, du brauchst eine Ausbildung. Ich spare. Ich brauche 60.000 Euro. So viel kostet die Ausbildung. Und dann werde ich Pilot. Da wird er lange sparen müssen, mein David. Da gibt's vielleicht noch einen Vater, der aushelfen könnte? Der ist gestorben, Frau Doktor. Okay, kann losgehen. Bei mir ist alles klar, du kannst mich jetzt hochbringen. Treten Sie bitte zurück. Übernimmst du die Leine? Becker, wir lagern sie jetzt um auf die Schleifkopftrage. Alles klar, dann können wir. Wir brauchen jetzt Platz, David. Ich komme gleich nach. Ja. Stopp! Okay, wir sind soweit. Eins, zwei, drei. Fernsehen. Sehen Sie, das war genau das, was ich meiner Mutter ersparen wollte. Das war doch einer von Ihren Leuten, der dir hier gerufen hat. Lässt sich seinen Tipp wahrscheinlich auch noch bezahlen. Es tut mir unendlich leid, David, aber es waren wir nicht. Die Presse, die hört unseren Rettungsfunk ab. Kann weitergehen. Langsam ablassen. Achtung, Leine! Und stopp! Arme, kranke Frau. Tja. Und wir können ihr das nicht ersparen. Jens! Jens, das ist David, ein sehr unerschrockener junger Mann. David will Pilot werden. Die Ausbildung kostet 60.000 Euro. Die hat er nicht. Und jetzt erklärst du ihm bitte, wie das trotzdem geht, wenn er die Ausbildung bei der Bundeswehr macht. Hi. Hey. Da machst du erstmal Eignungstest im Flugsimulator. Bist du schon mal geflogen? Ob du schon mal geflogen bist? Ja, als ich klein war. Wohin? Nach Teneriffa. Durftest du auch ins Cockpit? Wieso darf man das? Wenn man nicht gefragt hat, dann hat man das damals gedurft, ja. Hör das mal auf. Wenn du Fragen hast zur Ausbildung, dann wendest du dich einfach an mich. Major Blank. Okay? Ja. Oh, vielen Dank, Herr Major. Ich muss dann jetzt. An! Rotsitz ab. Alles gut überstanden? Gibt's erstmal Sauerstoff in die Nase. Okay. Mama. Wir fahren ins AK Barmbek. Willst du mitfahren? Nee, ich komm nach. Ich muss oben noch alles zumachen und so. Alles gut, mein Junge. Alles Gute, David. Hamburg Tower, Medivac 7172 is airborne Dulzberg, inbound AK Barmbek. Roger, Medivac 7172, you are clear to proceed to AK Barmbek. Becker, 40 Jahre, 250 Kilo. Er hat auf Herzinfarkt. Ich habe ihr ASS, Heparin, Morphin, Belok und Nitroglycerin gegeben.
Guten Tag, Frau Becker. Ich bin Dr. Schanz. Ich werde Sie gleich eingehend untersuchen. Machen Sie es gut, Frau Becker. Das wird schon wieder. Sie haben einen tollen Sohn. Ja. Er müsste eigentlich weg von mir. Wie komme ich eigentlich zurück in meine Wohnung? Ich denke, man würde Ihnen eine Kur verschreiben, bis Sie es wieder allein schaffen. Das wäre auch gut für David. Da haben Sie recht, Frau Doktor. Danke. Vielen Dank. Alles Gute und auf Wiedersehen. Meine Wille müsste mal diesen David kennenlernen. Zum Thema Egoismus. Der Junge hat doch gar keine Chance, solange er seine Mutter pflegen muss. Armer Kerl. Hoffentlich schafft sie es abzunehmen. Dann hat sie wieder eine Zukunft und David endlich ein eigenes Leben. Stimmt, der muss raus in die Welt. Vielleicht höre ich ja von ihm. Hat er deine Nummer? Jupp. Klasse, das freut mich. Florian Hamburg ruft den SR 71. Der SR 71 hört? Ich habe einen neuen Einsatz für Sie. Es geht auf einen Bauernhof in Neuenfelde, Havekoster Straße 14. Person klemmt unter einem Traktor. Ihre Zeit 16.12 Uhr und die Einsatznummer 387. Das ist verstanden, Florian Hamburg. Wir übernehmen. Cowboys, das ist doch wieder was für euch. Oh. Hört bloß auf. Sieht jemand was? Da vorne auf ein Uhr, da sind sie. Hab ich. Er ist unter seinem Trecker eingeklemmt. Wir müssen erst den Trecker rausziehen. Doch nicht ohne Schmerzmittel. Wo sind Sie genau eingeklemmt? Das Bein da. Johnny Dormicum und Kitternest S. Gibt jetzt gleich einen klitzekleinen Pieks. Ja. Dann kriegen Sie was gegen die Schmerzen. Ja. So, Moment, ich brauche mal Ihren Arm. Okay. Johnny, komm ran. Ja. So. Die Schmerzen lassen gleich nach. Ja. Hätte schlimmer kommen können. Das kann man sagen, ja. Ja, ja. Worauf wartet ihr? Johnny, zieh an! Eins, zwei. Vorsicht. Okay. Scheint gebrochen zu sein. Wir brauchen die Vakuummatratze und melden uns BWK. Ja. Jetzt tut's noch einmal kurz weh, Zähne zusammenbeißen. Ja. Florian Hamburg hört. Der SR 71 mit einer Anmeldung für das Bundeswehrkrankenhaus. Ein männlicher Patient mit Unterschenkelfraktur, nicht intubiert, nicht beatmet. Das ist verstanden, SR 71. Das BWK bekommt Kenntnis. Mach Platz da. Lass dich mal durch hier. Übernimmst du? Ja. Zimperlich, Cowboy!
60-jähriger Patient mit Unterschenkelfraktur rechts. Er lag in einem Misthaufen und war eingeklemmt. Ich habe ihm 25 Kilo NSS und 2 Dormicum gegeben. Gut, bitte rüberhin. Zu gleich. Guten Tag, ich bin Dr. Heinrich. So, Herr Heinrich, Sie haben wirklich viel Glück gehabt. In 3 Tagen werden Sie schon wieder auf Ihrem Hof sein. Alles Gute. Vielen Dank, Frau Doktor. Heißt sie auch Heinrich? Das ist Dr. Heinrich, ja. Ich heiße ja bloß so Heinrich, ohne Doktor. Nichts wie ab unter die Dusche. Ich habe mich schon fast dran gewöhnt. Frau Oberstabsarzt, eben hat Billes Onkel angerufen. Bille übernachtet bei Ihnen. Okay, danke. Vielleicht tut uns ja ein bisschen Abstand mal ganz gut. So wie du im Moment riechst, findet Bille das bestimmt auch. Komm, Dr. John, wir gehen duschen.